letzten Kommission zum Kohleausstieg. Die reichen noch nicht für das Erreichen der Klimaschutzziele. Trotzdem unterstützen wir Grüne Sie dabei, wenn Sie diese Empfehlungen umsetzen. Wir brauchen den Einstieg in den Kohleausstieg, und wir brauchen ihn schnell. Bayern hat ja selten recht. Bayern hat selten recht. Söders Lichtblick bei der Kohle sollte schon wegen Seltenheitswert beachtet werden. Wir legen Ihnen heute einen Antrag und einen Gesetzentwurf für leichte erste Schritte vor. Es ist wirklich leichter, als Sie denken. Ich meine, was wollen Sie denn noch? In allen Umfragen wollen Mehrheiten Klimaschutz und Kohleausstieg. Das wird sich unter dem Eindruck, dass Starkwetterereignisse und Hitzewellen eher zur Regel als zur Ausnahme werden, nicht ändern. Junge Menschen, die Wählerinnen der nächsten Jahrzehnte, fordern Woche für Woche, dass sie endlich handeln. Und sie zögern und zaugern und vertagen sich aus falsch verstandenem Protektionismus. Ich sage Ihnen, holen Sie den roten Anorak wieder aus der Mottenkruste. Nehmen Sie die Aufgabe, der sich die selbsternannte Klimakanzlerin Merkel 2007 gestellt hat, wieder an. Zum Wohl nachfolgender Generationen, der jetzigen Generation, der Wirtschaft, die auch in Zukunft noch marktfähig sein will, und der Region, die heute noch von der Kohle abhängt. Handeln Sie, regieren Sie endlich. Silvia Kotting-Uhl für die Grünen, die Debatte hier eröffnet. Und wir versuchen das noch einmal ein bisschen zu sortieren. Es gibt so viele Vorlagen hier zu dieser Aussprache von ungefähr einer Stunde. 14 an der Zahl, wenn wir nicht uns verzählt haben. Unter anderem das, was Frau Kotting-Uhl andeutete, die Grünen mit einem Gesetzentwurf zum Kohleausstieg, aber auch mit einem Gesetzentwurf Klimaschutz ins Grundgesetz aufzunehmen. Keine Anträge und Gesetzentwürfe gibt es bei dieser Debatte zumindest von den Koalitionsfraktionen, aber natürlich Redner. Jetzt erstmal Andreas Lemmel für die Unionsfraktion. Meine Damen und Herren, wir hatten ja. Ich konzentriere mich mit meinen Ausführungen jetzt zu dem Thema Ausstieg aus der Kohleverstromung. Das ist ja ein Teil der Anträge, die Sie gestellt haben. Die letzte Debatte zu diesem Thema hatten wir ja am 9. Mai. Das ist also überhaupt noch nicht lange her. Und in dieser Debatte hatte ich Ihnen doch schon gesagt, wie der Ablauf der Dinge ist. Seit dem 9.5. hat die Bundesregierung die Eckpunkte zum Strukturwandelgesetz verabschiedet. Die Gespräche mit den Energieversorgern zu einer einvernehmlichen Lösung beim Ausstieg sind begonnen worden, meine Damen und Herren. Und sind begonnen worden, langsam. Und nach der Sommerpause wird Ihnen der Gesetzentwurf zum Strukturwandel in den Kohleregionen auf dem Tisch liegen. Also, das ist genau die Abfolge, die wir immer hier beschrieben haben. Und deswegen brauchen wir keinen Aktionismus, den Sie verbreiten. Und dass die Aufgabe groß ist, die wir angegangen sind, den Ausstieg aus der Kohleverstromung, meine Damen und Herren, das ist doch gar keine Frage. Aber dass Sie jetzt sagen, Frau Kollegin, es gibt einen risikolosen Weg, das ist doch Verkleisterung für die Realität. Das stimmt einfach nicht. Die Aufgabe ist riesig, die wir haben, und sie hat ein großes Risiko für uns alle. Und nun werden ja immer andere Länder, wird ja nun immer uns erzählt, wie fortschrittlich andere Länder sind beim Kohleausstieg. Ich will Ihnen mal die Zahlen sagen von Ausstiegsbeschlüssen. Also, in Portugal hat man beschlossen, bis 2020 2 Gigawatt Kohle stillzulegen. In Frankreich bis 2020 3 Gigawatt, in Italien bis 2025 9, in Österreich bis 2025 0,6 Gigawatt. In Irland bis 2025 1 Gigawatt, in Großbritannien 15 Gigawatt, in Holland 5 Gigawatt und in Finnland 2 Gigawatt und in Schweden 0,1 Gigawatt. Meine Damen und Herren, da können Sie mal sehen. Und wir haben in der Kommission beschlossen, bis 2038 aus 42,6 Gigawatt auszusteigen. Das ist mehr als das Doppelte als ganz Europa zusammen. Und da können Sie doch nicht behaupten, das ist risikolos. Und wenn Sie dann noch bis 2020 aus 11 Gigawatt weiteren Nuklearstrom aussteigen wollen, sind das insgesamt über 50 Gigawatt, die wir ersetzen müssen. Das ist doch nicht risikolos. Das ist doch Unfug, was Sie hier erzählen. Und meine Damen und Herren, nun kommen Sie mit einem Gesetzentwurf, Kohlekraftwerk-Sofortmaßnahmengesetz.
Das klingt ja wunderbar. Aber wissen Sie was? Sie führen die Wählerinnen und Wähler hinter die Fichte. Das ist ja lächerlich, was in Ihrem Gesetz steht. Sie wollen, dass nächstes Jahr im Juni die Bundesregierung einen Plan vorlegen soll, wie dann bis zum Ende 2022 die im Kommissionsbericht festgelegten Zahlen abgeschaltet werden. Das ist einfach deswegen lächerlich, weil wir im Herbst das Kohleausstiegsgesetz vorlegen werden. Da brauchen wir nicht erst bis zum 30.06. nächstes Jahr zu warten, um einen Plan vorzulegen. Wissen Sie, wir sind ein bisschen schneller als Sie. Und man muss ganz klar sagen, der Schutz des Klimas und der Kohleausstieg ist einfach bei uns in besseren Händen, meine Damen und Herren. Und im Gegensatz zu Ihnen wollen wir eben einen planmäßigen Ausstieg und kein Chaos verursachen. Wir wollen, dass die Unternehmen, dass wir möglichst im Einvernehmen mit dem Unternehmen aus dem Kohleausstieg, den Kohleausstieg begleiten, weil wir nämlich Eigentumsrechte zu beachten haben. Meine Damen und Herren, wir sind ja nicht mehr im Sozialismus, wo Sie sich vielleicht hinwünschen. Ja, ich möchte da nicht wieder hin zurück. Und, meine Damen und Herren, bei uns geht es darum, zunächst neue Arbeitsplätze und dann abschalten. Das haben wir den Regionen, den Kohleregionen versprochen. Und dazu stehen wir auch, meine Damen und Herren. Und dann kommen noch die Haltepunkte. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, Frau Kötting-Uhl, das haben Sie ganz verschwiegen. Im Jahre 2023 werden wir Bilanz ziehen. Und dann wird man sehen, auf welchem Weg wir wirklich da sind. Und eine Gutachterin bei der Anhörung hat klar gesagt, das bedeutet, dass das Beschlossene unter einem Korrekturvorbehalt gestellt wird. Und darüber werden wir dann reden müssen. Also, Ihr Gesetz ist unnötig, deshalb werden wir das ablehnen. Vielen Dank. Sagt Andreas Lemmel, weil die Koalition und die Bundesregierung Eckpunkte für ein Strukturhilfegesetz für den Kohleausstieg schon vorgelegt hat und das Gesetz dann entsprechend ja auch in die parlamentarischen Beratungen geht. Die Kohlekommission, die hatte ja ein Konzept im Januar vorgelegt, Ausstieg bis spätestens 2038 und 40 Milliarden Euro sollen die Kohleländer erhalten an Strukturhilfen. Stefan Kotry jetzt für die AfD. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Lemmel, ich habe jetzt meine Krawatte nicht auf Öko geprüft, aber ich halte das also auch nicht für so notwendig. Klimanotstand. Wir haben keinen Klimanotstand. Das Klima wird sich so oder so weiter bewegen, das wird so oder so weiter existieren. Wir haben eher einen Notstand an gesundem Menschenverstand. Das vielleicht mal vorweggenommen. So, kommen wir mal zum Kohleausstieg. Dass der Kohleausstieg volkswirtschaftlich schädlich ist, haben wir schon gesagt. Und dass die halbe Welt da über uns lacht, dass wir aus der Kohle aussteigen, sei hier an dieser Stelle noch mal erwähnt. Aber interessant ist doch die Geschichte, wie wir dazu gekommen sind. Vor 2 Jahren hat niemand aus der CDU, CSU überhaupt daran gedacht, aus der Kohle auszusteigen. Und vor 5 Monaten hat der bayerische Ministerpräsident Söder noch gesagt, um Gottes Willen 2038 aus der Kohle auszusteigen, das ist zu risikoreich, da ist unsere Energieversorgung gefährdet. Natürlich hat er das zu Recht auch gesagt. Und plötzlich ist alles anders. Sind jetzt etwa neue Erkenntnisse gekommen? Das ist natürlich nicht der Fall. Wir sehen hier eher eine Politik, die ihre eigenen Interessen opfert, als hier ehrlich zu argumentieren. Und ja, wenn Herrn Ministerpräsident Söder jetzt die Greta-Manie befallen hat, dann empfehle ich ihm einfach mal bei Harry Potter anzuklopfen. Der hat so einen Zauberstab, der macht dann aus volatilem Windstrom stabile Leistung und der macht dann auch, dass in der Nacht die Sonne scheint, aber eben nur Harry Potter und die Realität sieht anders aus. Und wenn wir den Wendehals Ministerpräsident Söder betrachten, dann brauchen wir uns nicht wundern, warum also der Beruf des Politikers hier nicht so angesehen ist bei den Menschen, wenn man also so schnell seine Überzeugung über Bord wirft. Aber das mal nur am Rande. Kommen wir zurück zum Stand. 2020 geht bei uns geplant das Licht aus. Die Übertragungsnetzbetreiber haben ganz klar aufgezeigt, 2022 fehlen uns 5,5 Gigawatt an gesicherter Leistung. Mit anderen Worten, 2022 spätestens haben wir unsere gesicherte Stromversorgung geschreddert.
Und mittlerweile gibt es Verbände auch der energieintensiven Industrien. Bayerischer Chemieverband sagt denn auch ganz klar, aufgrund der Energiewende und der hohen Strompreise gibt es schon seit 2000 eine Deindustrialisierung in Deutschland. Die Investitionen sind geringer als die Abschreibung in die entsprechenden Anlagen. Natürlich investieren die Unternehmen, aber nicht mehr in Deutschland, sondern im Ausland. Und das ist ganz schlecht für unseren Standort Deutschland. Und wenn Wacker Chemie überlegt, aufgrund der Energiewende ihren Produktionsstandort in den USA auszubauen und dorthin die Produktion zu verlagern, dann kann ein Unternehmen nicht deutlicher die Energiewende kritisieren. Und selbst Gewerkschafter melden sich zu Wort. Ein Bezirksleiter der IG Metall NRW hat also auch schon gesagt, im Fall des Ausfalls von Anlagen einer Aluminiumhütte kann man diese Anlagen oder werden diese Anlagen nicht mehr in Deutschland gebaut. Und deutlicher kann man die Versorgungsunsicherheit, die in Deutschland nicht Kennzeichen. Und vielleicht noch mal ein Aspekt zu dem Irrsinn der ganzen Sache. Der CO2-Fußabdruck zum Beispiel von Flüssiggas aus Katar ist größer als der Braunkohle. Darüber redet aber kein Mensch. Und der Fußabdruck des Flüssiggas aus den USA beträgt auch 80% der Braunkohle. Was nämlich immer wieder unter den Tisch gekehrt wird, ist die Versorgungskette, die nämlich ebenfalls CO2-Ausstoß hat. Aber darüber redet hier kein Mensch. Und daran kann man eben diese ganze Ideologie des Kohleausstiegs noch mal ganz kurz beleuchten. Nein, wir brauchen keinen religiösen Eifer, wir brauchen keine Politalchemisten. Was wir brauchen, sind Ingenieure und Techniker. Was wir brauchen, ist Kohle. Was wir brauchen, ist eine gesicherte Energieversorgung. Steffen Kodre war das für die AfD-Fraktion. Auch seine Fraktion hat hier Anträge zur Debatte vorgelegt. Sie fordert unter anderem den Ausstieg aus dem Kohleausstieg, zumindest so lange, bis genug alternative Energien grundlastfähig sind. So steht es im AfD-Antrag. Hören wir jetzt Mahmut Özdemir für die SPD. Mit Geld von der Lobby kennt sich die AfD bestens aus. Aber das eher Gold als Geld, aber soll auch vorkommen. Ja, sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Verfassungsregelung zum Klimaschutz ins Grundgesetz. Leere Worte der grünen Kolleginnen und Kollegen. Der Klimaschutz ist bereits überall, in unserem gesellschaftlichen, in unserem politischen Handeln, in der Verfassung schon sowieso und in der Lebenswirklichkeit der Menschen erst recht. Im Ruhrgebiet bezeugen dies unsere stillgelegten Zechentürme, Denkmäler unseres Wohlstands. Der letzte Brocken deutscher Steinkohle zu Bottrop war ein Moment, der alle Anwesenden um Fassung ringen ließ. Dennoch, wir stehen zum Kohleausstieg. Wir haben nämlich nicht herumgesessen und an einer Grundgesetzregelung herumgebastelt. Wir haben dafür gesorgt, dass Rahmenbedingungen geschaffen worden sind, um den Kindern und den Enkeln der Kumpel vernünftige Arbeitsplätze bieten zu können, weil wir für Strukturhilfen in diesem Land weiter streiten als Sozialdemokraten. Dennoch, die Belegschaften der Stahlindustrie, Sie haben den Stahl gerade selber angesprochen, haben die besten und zukunftsfähigen Industriewerke Europas geschaffen. Sie haben Abfallprodukte verstromt. Sie haben den so gewonnenen Strom auch noch zusätzlich zur Wärmegewinnung genutzt, angereizt durch die Politik, angereizt durch ein erneuerbares Energiengesetz, auch knallharte sozialdemokratische Energiepolitik. Das Grundgesetz mit Artikel 20a enthält im Übrigen bereits eine solche Norm zum Klimaschutz. Sachverständige in der Anhörung haben Ihrem Gesetzentwurf, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, ein demokratietheoretisches Problem bei der Abwägung mit Verfassungsgrundsätzen attestiert. Ich übersetze das mal für Sie. Selbst der Gerechte wird ungerecht, wenn er selbst gerecht wird. Immer noch ratlose Gesichter. Ich werde deutlicher. Wer erst den Hambacher Forst in Regierungsverantwortung zur Abholzung freigibt, um sich dann scheinheilig dreist an die Spitze der Bewegung dagegen zu setzen, der sollte an seine Aufrichtigkeit ermahnt werden. Wenn ein Ministerpräsident in Baden-Württemberg privat Diesel fährt, dienstlich ein Hybridfahrzeug mit einer Technik bewegt, das sich kein Normalverdiener leisten kann, der sollte wiederum an seine Glaubwürdigkeit erinnert werden. Solche Dinge, so eine Politik und so eine Verfassung können sich diejenigen, die den Biomarkt mit dem Porsche ansteuern, leisten, aber nicht der pendelnde Familienvater mit seinem Diesel, der gerade von der Automobilindustrie verladen worden ist. Für diejenigen haben wir Politik gemacht. Für diejenigen haben wir ihnen Klagerechtsbehelfer an die Hand gegeben, der ihnen David gegen Goliath ermöglicht. Wir haben eine Grundgesetzregelung. Sie fordern eine Grundgesetzregelung als Selbstzweck.
als Selbstzweck. Das ist Unsinn. Ich erkläre es Ihnen anhand von meinem Wahlkreis in Duisburg. Weil Ihnen die Ansätze zur Förderung von Innovation und Forschung fehlen. Wir in Duisburg bauen leichtesten Stahl für energieeffiziente Fahrzeuge und Windräder. Weil Ihnen die Ansätze für Förderung der Vielfalt umweltschonender Antriebe fehlen, erzähle ich Ihnen, dass wir in Duisburg die Brennstoffzellentechnik Heimat sind. Wir haben die schnellsten und die besten Vorzeigeladesäulen für E-Autos gebaut. Und wir haben sogar für Schiffsmotoren, damit sie nicht permanent laufen, im Duisburger Hafen Energieladesäulen bereitgestellt. Das ist sozialdemokratische Umweltpolitik. Herr Kollege, Sie müssen weiter zum Schluss kommen. Meine Redezeit ist zu Ende. Ich hätte Ihnen jetzt noch ganz viel über sozialen Wohnungsbau erzählen können, dass wir es sind, die für die Menschen bezahlbaren Wohnungsraum, klimafreundlichen Wohnungsraum machen an dieser Stelle. Herr Kollege Özdemir, bevor ich dann allerdings vom Präsidenten weiterhin ermahnt werde, wer Verantwortung trägt, tut das Mögliche. Wer keine Verantwortung tragen kann. Herr Kollege, ich habe Sie nicht nur ermahnt, sondern Ihnen gerade das Wort entzogen. Tatsächlich hat Wolfgang Kubicki, der Bundestagsvizepräsident, das Mikrofon abgedreht. Das passiert nicht so oft, aber hier schauen natürlich alle auf die Zeit. Man hat ja einen Zeitplan und die Redner müssen sich letztlich auch an die ihnen zugeteilte Redezeit halten. Hören wir jetzt weiter dem nächsten Redner zu, Lukas Köhler für die FDP-Fraktion. Ich wollte Ihnen noch die Zeit zum Wechseln geben. Das war Absicht. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Finanzminister hat in dieser Woche den Haushalt für 2020 vorgelegt. Und als Service-Opposition, die heute schon an morgen denkt, wollen wir zeigen, wie wir in Zukunft ein Haushaltsrisiko über mehrere Milliarden verhindern können. Das Beste daran ist, dass wir gleichzeitig die wichtigste und beste Maßnahme für den Klimaschutz umsetzen. Aber zunächst mal zum Problem. Die Klimapolitik in Europa ist im Moment zweigeteilt. Es gibt auf der einen Seite den Emissionshandel, kurz ETS, mit einem jährlich sinkenden Limit für CO2 in der Industrie und der Energiewirtschaft. Das funktioniert wunderbar. Das Limit wird jedes Jahr eingehalten, die Emissionen sinken also, wie die Politik das vorherbestimmt hat. Die Ziele werden erreicht und die Verursacher des CO2 müssen für ihre Emissionen bezahlen. Auf der anderen Seite haben wir den sogenannten Non-ETS-Bereich. Das sind vor allem die Emissionen aus dem Verkehr, der Landwirtschaft und den Gebäuden. Für den Non-ETS-Bereich, wie der Name schon sagt, gibt es keinen Emissionshandel, also auch kein CO2-Limit. Und damit kann jeder CO2 ausstoßen, so viel er will und ohne, dass er dafür bezahlen muss. Ziele gibt es für die einzelnen Mitglieder der EU, zum Beispiel in Deutschland. Die Non-ETS-Ziele sind zwar deutlich niedriger als die Emissionshandelsziele, sie werden aber auch nicht erreicht. Und wenn sein Land seine Ziele nicht erreicht, muss es ein anderes Land suchen, das das schafft und von diesem Emissionsberechtigung kaufen. Es entsteht also eine Art zweiter Emissionshandel mit dem entscheidenden Unterschied, dass hier nicht die Verursacher zur Kasse gebeten werden, sondern die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und das ist aus zwei Gründen problematisch. Erstens schafft es keine Anreize für Investitionen in klimafreundliche Technologien. Es schafft keine Investitionen, keine Anreize für Fortschritt. Es fehlt der Kostendruck. Und auf der anderen Seite ist es auch noch total ungerecht. Denn jeder Mensch, der sich bewusst klimafreundlich verhalten möchte, wird hier genauso zur Kasse gebeten wie jeder, dem das scheißegal ist. Und ich glaube, dass das genau der falsche Weg ist. Wie teuer das für Deutschland wird, kann im Moment niemand so genau sagen. Das Öko-Institut hat bis 2030 ausgerechnet, dass wir wahrscheinlich voraussichtlich 30 Milliarden zahlen müssen. Agora Energiewende hat ausgerechnet, dass wir bis zu 60 Milliarden Haushaltsrisiko haben. Und 60 Milliarden, meine Damen und Herren, das müssen Sie sich auf der Zunge zergehen lassen, ist viel Geld für sehr, sehr wenig Klimaschutz. Meine Damen und Herren, das klingt blöd, ist es auch. Während andere über Probleme reden, haben wir aber als Freie Demokraten natürlich auch eine Lösung mitgebracht. Einzelne EU-Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, Emissionen aus dem Non-ETS-Bereich in den Emissionshandel einzuführen. Wir können also als Bundestag beschließen, dass in Deutschland auch die Hersteller von Kraft- und Heizstoffen am europäischen Emissionshandel teilnehmen können. Das bewirkt dann Folgendes. In dem Maß, in dem der Emissionshandel größer wird, sinken unsere Verpflichtungen im Non-ETS-Bereich. Das ist im EU-Recht ausdrücklich so vorgesehen. Damit sinken aber natürlich auch die Kosten für Bürgerinnen und Bürger. Und es zahlt derjenige, der CO2 verursacht und nicht mehr die Allgemeinheit. Und das muss doch das Ziel sein.
Und meine Damen und Herren, jetzt kommt noch das Beste. Wir sparen nicht nur Geld. Wir sorgen auch dafür, dass endlich alle Emissionen ein CO2-Limit erhalten und damit auch das Ziel 2050 klimaneutral werden, zielgerichtet erreicht werden kann. Und das ist vernünftige, das ist zielgerichtete Klimapolitik und nichts anderes. Im Ergebnis geben wir also sehr viel weniger Geld für sehr viel mehr Klimaschutz aus. Und das sollte nicht nur dem Finanzminister gefallen, das sollte jedem in diesem Haus gefallen, der sich für vernünftigen Klimaschutz einsetzen will, meine Damen und Herren. Das muss der Weg sein. Das ist zumindest der Weg der Freien Demokraten. Herzlichen Dank. Lukas Köhler war das für die FDP-Fraktion. Und kurz vor seiner Rede, da hat auch die Sitzungsleitung hier gewechselt. Petra Pau, die Bundestagsvizepräsidentin, hat jetzt hier für die nächsten 2 Stunden das Wort. Lorenz Göster-Beutin für Die Linke. Ist ja immer so. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Bundestagsfraktion Die Linke bringt heute den Antrag ein, den Klimanotstand in Deutschland anzuerkennen und gleichzeitig endlich ein Klimaschutzgesetz vorzulegen, was geeignet ist, den Beitrag Deutschlands an der Erfüllung des Pariser Klimaabkommens einzuhalten. Genau das ist es, was wir jetzt brauchen. Und das ist dann nicht irgendwie illusorisch oder sonst irgendwas, sondern mittlerweile haben wir eine Situation, dass fast 700 Städte weltweit den Klimanotstand ausgerufen haben. Wir haben eine Situation, dass Kanada, Großbritannien und Irland den Klimanotstand ausgerufen haben. Und gestern ist Frankreich noch dazugekommen. Das sind doch keine Pillepalle-Staaten. Und mittlerweile, jetzt gerade in diesem Augenblick, umzingelt Fridays for Future den Deutschen Bundestag, weil sie uns sagen, wir mahnen euch seit dem November des letzten Jahres, ihr müsst was tun. Aber wir haben hier im Deutschen Bundestag nicht beschlossen, was tatsächlich notwendig ist, sondern wir warten immer noch auf die notwendigen Gesetze. Das müssen wir ändern. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD, Union und FDP, geben Sie sich einen Ruck. Stimmen Sie unserem Antrag zu, den Klimanotstand anzuerkennen. Das ist gar nicht so schwer. Und ich will Ihnen das einmal vor Augen führen. Wir hatten in dieser Woche von Fridays for Future Indien Karen Raymond hier zu Gast. Sie hat uns berichtet in ihren Worten, wie es aussieht in Indien, dass wir in Indien über 1000 Hitzetote haben, dass wir eine beispiellose Hitzewelle haben, dass wir mittlerweile eine Situation in Indien haben, wo die Menschen um Wasser kämpfen. Dort gibt es in den Städten Kämpfe um Wasser. Stellen Sie sich das einmal vor. Und wenn Sie das nicht berührt, denken Sie doch einmal darüber nach, dass das gar nicht so weit weg ist. Wir haben im letzten Jahr erlebt, dass wir in Berlin 500 Hitzetote hatten, im Sommer 2018. Und mittlerweile, ich weiß nicht, wer den Brandgeruch schon einmal gerochen hat, mittlerweile brennen die Wälder in Brandenburg wieder. Mittlerweile, das war gestern die Nachricht, in der Lausitz haben wir noch Wasservorräte, die reichen noch für 2 Monate. Das musste man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 2 Monate, das ist September 2019, wenn es nicht mal ordentlich regnet. Das ist eine problematische Situation, deshalb auch, weil auch wir davon abhängig sind, auch die Bürgerinnen und Bürger hier in Berlin von der Wasserversorgung in der Lausitz. Das geht um die Spree. Das heißt, die Klimakrise und der Klimanotstand ist nicht irgendetwas, was weit weg ist, sondern das ist etwas, was uns direkt vor Ort hier betrifft. Und deswegen müssen wir jetzt handeln. Und es zeichnet sich ja ab, dass es da gar keine Entspannung geben wird, sondern dieser Sommer ist nur ein Vorgeschmack auf das, was uns hier auch in Deutschland, in der Landwirtschaft, in der Handelspolitik, im Gesundheitswesen erreichen wird. Und alle Voraussagen der Klimawissenschaftlerinnen werden nicht nur erfüllt, sondern sie werden übererfüllt. Es kommt tatsächlich schlimmer beim Meeresspiegelanstieg, bei der Erderwärmung oder beim Abschmelzen des Eises, als wir uns das vorstellen könnten. Das heißt, wir haben wenig Zeit zu handeln. Und was tut in dieser Situation die deutsche Bundesregierung? Sie bekommt den Kohleausstieg nicht richtig auf die Kette. Sie bekommt die Verkehrswende überhaupt nicht auf die Kette und die Energiewende. Ja, wie sieht es denn da aus? Wir haben tatsächlich Probleme beim Zubau der Windenergie, beim Zubau der erneuerbaren Energien. Und das müsste doch eigentlich kommen, wenn wir tatsächlich die Energiewende machen wollen, wenn wir Klimaschutz machen wollen.
Und dann wird uns immer wieder erzählt, ja, ihr habt ja gute Vorschläge, aber die Union, also die hat doch Wirtschaftskompetenz. Ja, ist es denn eine Wirtschaftskompetenz, eine Situation zu haben, wo wir in der Solarbranche 80.000 Arbeitskräfte verloren haben, wo wir in der Windenergie jetzt noch weiterhin Arbeitsplätze verlieren? Und warum gehen denn die Kolleginnen und Kollegen der IG Metall morgen auf die Straße? Sie gehen morgen deshalb auf die Straße, weil beispielsweise eine Autoindustrie, weil in den Zulieferbetrieben ihre Arbeitsplätze bedroht. In den nächsten 10 Jahren sind Hunderttausende Arbeitsplätze bedroht, weil diese Bundesregierung keine gute Klimapolitik macht, weil sie keine gute Industriepolitik macht und weil sie keine gute Wirtschaftspolitik macht. Deshalb müssen wir jetzt handeln. Und wir sagen, und da schließen wir uns dem Herrn Söder an, denn er sagt es ja nicht, weil der Herr Söder klug ist, sondern er sagt es, weil der Herr Söder ein Opportunist ist, weil der Herr Söder, die Klimabewegung doch im Rücken spürt. Der spürt doch den Atem von Extinction Rebellion, von Fridays for Future oder von Ende Gelände, die wir in der letzten Woche erlebt haben. Das merkt er doch alles. Deshalb sagt er es. Deswegen sagen wir, 2038 Kohleausstieg ist viel zu spät. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, an dieser Stelle werden wir uns enthalten. Wir zweifeln nicht. Wir zweifeln nicht daran, dass ihr wirklich Klimaschutz machen wollen. Nur an diesem einen Punkt werden wir uns eben enthalten, weil wir sagen, wir verstehen das taktische Moment, die Bundesregierung an dieser Stelle fortzuführen. Wir sagen aber, wir wollen hier, auch weil wir bei dieser Kohlekommission nicht eingebunden waren, weil wir die Ergebnisse nicht weit genug finden, wir werden als Opposition sagen, was notwendig ist und fordern, was notwendig ist. Und das ist aus unserer Sicht in diesem Punkt die Anerkennung des Klimanotstands. Wir sagen, wir müssen endlich den Mut aufbringen, uns mit den Profiteuren dieser Klimakrise anzulegen. Und wir als Linke sagen, wir wollen die Menschen und das Klima retten, nicht die Aktienkurse und nicht den Kapitalismus. Vielen Dank. Lorenz Göster-Beutin war das für die Linke. Und er hat es gesagt und die Linke hat es in dem Antrag fixiert, den Klimanotstand anzuerkennen, wie das verschiedene Länder und auch Städte ja in Deutschland wie Konstanz und Heidelberg schon getan haben. Nächster Redner hier Andreas Lenz für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen über eine Vielzahl von Anträgen. Anträge über die Kohle, die Energiewende allgemein. Der Klimanotstand soll beantragt werden. Aber auch der Klimaschutz insgesamt ist Thema und sogar das Grundgesetz soll heute geändert werden. Zunächst einmal möchte ich betonen, dass wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien vorankommen. Über 40% der Nettostromerzeugung erfolgt mittlerweile durch die Erneuerbaren. Im ersten Halbjahr 2019 lag der Anteil von Sonne, Wind, Biomasse und anderen regenerativen Quellen sogar bei 44% des Strombedarfs. Und wir haben die Erneuerbaren wettbewerbsfähig gemacht, eben durch Wettbewerb, durch die Ausschreibungen. Das waren wir und das waren eben nicht Sie. Ebenso gilt es zu betonen, dass der Ausstoß von Treibhausgasemissionen allein im letzten Jahr um 4,5% zurückging und das eben bei steigender Wirtschaftsleistung. Das sind alles Erfolge, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das, Kollege Lenz, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Trittin? Ja. Herr Kollege Lenz, weil Sie die Zahl ja zitiert haben, 44% Strom aus Erneuerbaren, ohne Zweifel ein großer Erfolg. Ich erinnere mich auch noch ganz gut daran, wer damals für dieses Gesetz, was Grundlage war, gestimmt hat und wer nicht. Aber ich wollte Sie eigentlich was anderes fragen. In dem Zusammenhang, als die Zahlen veröffentlicht wurden, immerhin ja vom VDEW, ist Ihnen auch bekannt, was der Geschäftsführer des VDEW bei der Vorstellung dieser Zahlen gesagt hat. Herr Kapferer, ich glaube, der ist Mitglied der FDP, ein guter Mann, hat ausdrücklich betont, dass wenn das Ausbautempo der Bundesregierung, was die erneuerbaren Energien angeht, so weitergeht, wir nicht im Jahre 2030 bei den anvisierten 65% landen, sondern lediglich bei 54. Und er hat ausdrücklich die Bundesregierung aufgefordert, die Ausbaubremsen bei den erneuerbaren Energien
endlich zu lockern und dafür zu sorgen, dass die eigenen Ziele an dieser Stelle eingehalten werden. Lieber Herr Trittin, zunächst einmal, wenn man sich die Genese des EEGs anschaut, dann glaube ich, war es nicht so falsch, dass man an Ihren Vorschlägen damals zweifeln konnte, wenn ich mir noch vor Ohren oder vor Augen halte, dass Sie ja es waren, der sagte, ein Eis kostet es jeden Bürger so circa, und das ist also in der Form nicht eingetreten, und deswegen ist es eben notwendig, das EEG auch entsprechend zu erneuern. Und zum zweiten Punkt, das ist nicht der VBEW, sondern das ist der BDEW, wo der Herr Kapferer Vorsitzender ist. Und es ist ja klar, dass wir die Ziele des Koalitionsvertrages, nämlich 65% Erneuerbare vom Strombedarf bis 2030, auch umsetzen werden. Wir sind eben gerade dabei, jetzt auch die entsprechenden Jahresscheiben auch wirklich so scharf zu stellen, damit es eben auch funktioniert, auch im Sinne der Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger. Und da brauchen Sie sich wirklich keine Gedanken machen, das schaffen wir in der Koalition alleine auch. Dass wir aber im Rahmen einer vollständigen Dekarbonisierung unserer Gesellschaft, einer vollständigen Klimaneutralität, wie immer dass man das auch nennen will, noch erhebliche Anstrengungen leisten müssen, das ist ja auch unstrittig. Was aber auch richtig ist, diese Anstrengungen sollten möglichst global und wenn das eben nicht möglich ist, dann auf europäischer Ebene unternommen werden. Und jetzt gibt es eben hier nicht das eine Instrument, das die Lösung ist. Und ich habe ja mit Interesse die Vorschläge auch der Grünen, die heute in der Presse waren, gelesen. Und wenn Sie glauben, dass Sie mit 40 Euro pro Tonne CO2-Bepreisung das Problem lösen werden, dann liegen Sie einfach falsch. Das ist unter Umständen für die Industrie zu viel und das ist unter Umständen so ein Preis, der bei der Mobilität überhaupt keine Lenkungswirkung entfalten wird. Also Ihre Vorschläge führen uns schon mal nicht weiter. Es ist im Gegenteil so, dass wir viele Instrumente brauchen. Wir müssen unterschiedliche Technologien anreizen. Wir müssen Effizienzen hinsichtlich der weiteren Einsparung von Energie erzielen und so den Ausstoß von CO2 weiter reduzieren. Und wir wollen hier möglichst viele Innovationen. Wir wollen möglichst wenige zusätzliche Belastungen. Wir wollen nicht die Lust am Gängeln und an Verboten. Wir wollen die Lust an Zukunft und an Innovation. Wir brauchen eine Abgaben- und Gebührenreform. Diese muss in der Tat stärker auf CO2-Gesichtspunkten basieren und auch sektorübergreifend erfolgen. Wir müssen und wir werden die Erneuerbaren noch stärker auch in den Bereich der Wärme und in den Bereich der Mobilität bringen. Und wir müssen das Richtige eben auch richtig machen, eben damit es nicht zu sozialen Verwerfungen kommt. Es bringt uns in der Tat nichts, auch dem Klima, auch dem globalen Klima überhaupt nichts, wenn wir durch falsche Reformen in Deutschland unsere Industrie abschaffen, wenn wir dann den Stahl aus China importieren, der ein Drittel mehr an CO2 benötigt, wenn wir die Landwirtschaft abschaffen und gleichzeitig individuelle Mobilität einschränken und es so zu sozialen Verwerfungen kommt. Das hilft insgesamt eben nicht weiter. Genügend Leute im Parlament wollen das hier. Und dass wir eben auch zielfähig sind, das haben wir ja mit dem EDL geschafft, mit dem Energiedienstleistungsgesetz zusammen in der Koalition. Wir setzen auf Energieeffizienz, wir setzen auf die KWK, wir werden beim Mieterstrom was machen, wir werden Power-to-X haben wir jetzt nochmal eben den Rahmen gesetzt, dass es auch tragfähig in die Zukunft gerichtet ist. Wir haben die Schwarzlauge wieder ins Geschäft gebracht, also die Koalition arbeitet auch an Lösungen und wir erzielen auch Lösungen. Wir werden im Rahmen des Kohleausstiegs die Versorgungssicherheit ganz besonders im Blick halten. Und natürlich brauchen wir hier als Ersatz Gaskraftwerke. Das ist überhaupt keine Frage. Und wenn der bayerische Ministerpräsident Söder auch bei Ihnen hier von der SPD und auch bei der AfD so ernst genommen wird, dann ist es natürlich auch das Selbstverständnis. Dann ist es natürlich auch das Selbstverständnis Bayerns und unser Anspruch. Und seien Sie doch froh, dass es Optimisten gibt, gerade bei den Aufgaben, die uns bevorstehen. Die Eckpunkte des Strukturstärkungsgesetzes liegen vor. Und noch in diesem Jahr werden wir den energiewirtschaftlichen Pfad beschreiben. Und es ist eben keine Lotterie, welches Kraftwerk zuerst vom Netz geht. So haben wir immer versprochen, dass wir uns zuerst um die Menschen kümmern durch ein Strukturstärkungsgesetz. Wir lassen die Menschen eben nicht allein. Wir schaffen Perspektiven. Wir wollen aktivieren und nicht langfristig alimentieren. Unsere
Unsere Antwort ist also ein Konzept einer nachhaltigen Entwicklung. Wir wollen Klimaschutz genau wie die Agenda 2030, die globalen Nachhaltigkeitsziele umsetzen, nämlich in Deutschland. Natürlich haben wir eine Verantwortung durch Deutschland, durch die Hilfe Deutschlands, auch gerade international und eben auch partnerschaftlich mit Deutschland. Deutschland ist eben keine Insel. Wir brauchen Konzepte, die auch übertragbar sind und auch übertragbar werden. Und wir wollen natürlich auch unserer globalen Verantwortung gerecht werden. Da ist der Hebel oft viel größer. Wir brauchen außerdem Lust auf Zukunft. Wir brauchen Lust auf Innovation und Technik. Nur so können wir die immensen Aufgaben der Zukunft auch lösen. In dem Sinne herzlichen Dank. Der CSU-Abgeordnete Andreas Lenz, der hat sich hier gefreut, dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hier schon mehrfach angesprochen worden ist, der gefordert hatte, einen schnelleren Ausstieg aus der Kohleverstromung schon eventuell bis 2030 anzupeilen, aber sich eine Abfuhr von der CDU geholt hat. Leute, ich beginne mit einem Zitat. Deine Möhren sind nicht wichtiger als unser Klima. Sorry. Das war die abgehobene Antwort in einem Chat des Abgeordneten Kössel, der grünen Umweltzerstörungspartei im Abgeordnetenhaus Berlin, als sich ein Bauer zu Recht darüber beschwerte, dass Ökoterroristen seine Möhren zertrampelten. Sein Klima schützt Herr Kössel übrigens intensiv, indem er dazu ähnlich wie Frau Neubauer von No Education Friday durch die ganze Welt reist und somit ein Vielfaches an CO2 als andere Menschen verbraucht. Das ja nach Ansicht der schon länger hier herumsitzenden quasi Teufelszeug ist. Und das, was dieser grüne Heuchler da absondert, ist genau die eigene moralische Überhöhung, die Sozialisten und Kommunisten, wie wir sie in den Grünen Umweltzerstörungspartei finden, seit Jahrzehnten wie eine Monstranz vor sich hertragen. Getrieben von dieser grünen Klimasekte fordern alle Altparteien den schnellen Kohleausstieg und damit einen wichtigen Schritt zur Dekarbonisierung, eigentlich Deindustrialisierung Deutschlands zu machen. Sie nehmen dafür billigend in Kauf, dass dadurch zigtausend wertschöpfende Arbeitsplätze vernichtet, unsere Umwelt und Lebensräume für Wildtiere zerstört und Menschen massiv in ihrer Lebensqualität eingeschränkt werden. Und warum? Weil es wieder einmal falschen Weltuntergangspropheten gelungen ist, unter Mithilfe links-grün verdrehter Leitmedien die Menschen in unserem Land in Panik zu versetzen, ihnen jeden Tag einzureden, dass sie für den kommenden Weltuntergang verantwortlich seien und deshalb auch jubelnd den modernen Ablass, also EEG-Umlage und zukünftig auch eine Steuer auf die Atemluft bezahlen dürfen. Die Kohlekumpel, die Beschäftigten in der chemischen Auto- und Schwerindustrie sollen zudem ihrem zukünftigen Arbeitsplatzverlust freudig entgegensehen. Ihr bekommt bald Hartz IV, aber hey, ihr rettet die Welt. Ihr habt zwar die Erderwärmung nur um 0,00653 Grad Celsius verringert, aber genau die haben die Welt gerettet. Das bringt der dann verarmten Familie zumindest ein gutes Gefühl. Bewiesen wird dieser nahende Weltuntergang in schöner Regelmäßigkeit auch heute mit warmen Sommern. Davon gab es in den letzten 1500 Jahren gut dokumentiert Dutzende. Einen besonders warmen Tag, weil Luftströmungen warme Luft aus Zentralafrika zu uns bringen. Gleichzeitig hatten wir aber einen ungewöhnlich kalten Mai. In Toronto hat es zum Sommerbeginn geschneit. Und das macht auch deutlich, was der sogenannte Weltklimarat, den die Weltuntergangspropheten gern zitieren, selbst ganz klar sagt. Er sagt, in der Klimaforschung und Modellierung müssen wir erkennen, dass wir es mit einem gekoppelten, nichtlinearen, chaotischen System zu tun haben und dass daher eine langfristige Vorhersage zukünftiger Klimanotzustände nicht möglich ist. Lesen Sie den IPCC-Bericht. Es gibt also weder eine wissenschaftliche Grundlage für einen Kohleausstieg, noch bewirkt er irgendetwas. Außer man glaubt daran, dass der Mensch mit seinen CO2-Emissionen Klimaschwankungen maßgeblich beeinflusst. Dann bringt es 0,000284 Grad Celsius weniger Erderwärmung. Den Verlust von ca. 25. Schreien Sie doch nicht so hier! Haben Sie keine Manieren oder was? Manometer! Den Verlust von ca. 25.000 Arbeitsplätzen. Herr Hese, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Lenkert? Immer beantworte ich eine Zwischenfrage.
Herr Hilse, Sie verkünden ja jetzt seit Jahren diese Zahl. Die Zahl ist in einem Punkt richtig. Sie ist nämlich der Anteil, den Deutschland hat in einem Jahr an der Erwärmung. Nur Deutschland. Wenn also alle sich wie Deutschland verhalten würden, müssten Sie die Jahresmenge etwa mal 100 multiplizieren und das Ganze auf 100 Jahre hochgerechnet, würde man selbst nach Ihrer Rechnung auf eine Erderwärmung von plus 5 Grad Celsius kommen und das wäre verheerend. Und wenn Sie das Ihre eigenen Zahlen mal ernst nehmen würden, müssten Ihnen Angstschweiß ausbrechen. Und wenn Sie kommen aus Sachsen, Sie kennen den Dürremonitor vielleicht vom UFZ, wenn Sie sich angucken, was gerade stattfindet. Die heißesten 3 Jahre der jeweils seit Aufzeichnungsbeginn waren die letzten 3 Jahre. Die heißesten 10 Jahre seit Wetteraufzeichnungsbeginn lagen alle nach 2000. Wenn Sie das ignorieren, dann kann man nur sagen, Sie verhalten sich wie ein Vogelstrauß, Kopf in den Sand und hoffen, dass alles gut geht. Vielen Dank für die Zwischenfrage. Erstmal Klarstellung. Wir ignorieren natürlich nicht, dass sich das Klima verändert. Das wissen wir genauso gut wie Sie. Haben wir nie gesagt. Wir haben einfach nur gesagt, dass der menschengemachte Einfluss, dass der Mensch mit seinen CO2-Emissionen das Klima aus unserer Sicht und aus der Sicht vieler unabhängiger Wissenschaftler nicht maßgeblich beeinflusst. Die Zahl haben wir natürlich errechnet, genau mit dem Äquivalierung Climate Sensitivity Wert vom IPCC und unter den schlimmsten Annahmen. Da haben wir zum Beispiel auch berechnet, sehr viele Wissenschaftler sind sich nicht darüber einig, wie viel von den emittierten CO2 überhaupt in der Atmosphäre verbleibt. Es geht von 12-50%. Wir haben auch den schlechtesten Äquivalierung Climate Sensitivity Wert von 3,2 genommen, obwohl das IPCC selber weiß, dass dieser Wert total überhöht ist. Wir haben also die schlechtesten Annahmen genommen. Und dann kommt dieser aberwitzig geringe Wert aus. Und außerdem ist es natürlich so, wenn Sie innerhalb eines Jahres Deutschland komplett dekarbonisieren, also alle Anlagen stilllegen, dann werden diese Anlagen natürlich nie wieder CO2 emittieren. Und deswegen stimmt dieser Wert einfach. Und Herr Rahmstorf, einer Ihrer quasi Leuchtfiguren, hat selber diesen Wert bestätigt, indem er den einfach mal 80 genommen hat und gesagt hat, wenn wir bis 2100 nichts tun, wenn man davon ausgeht, dass die Hypothese stimmt, dann erwärmen wir quasi mit unseren CO2-Emissionen die Erde um 0,05 Grad. Das Problem ist natürlich, dass uns niemand anderes folgt. So, wir thematisieren in unserem Antrag unter anderem, dass eben der Kohleausstieg unter anderem Energiearmut und Versorgungsunsicherheit bringt. Deswegen fordert die AfD in ihrem Antrag völlig technikoffen die Aussetzung des Kohleausstiegs, solange bis wenigstens 40 Gigawatt an gesicherter Leistung zur Verfügung stehen. Zum Schluss ein Zitat von Herrn Rahmstorf. Ich zitiere, wir verlieren die Kontrolle über das Klimasystem. Zitat Ende. Hat jemand, der glaubt, das Klimasystem mit all seinen Komponenten, der Atmosphäre, Bewölkungsgrad, Meeresströmung, Sonnenaktivität, kosmische Strahlung, Erdbahnparameter und viele andere noch zu erforschende Wirkfaktoren kontrollieren zu können, vielleicht die Kontrolle über sein eigenes Leben verloren? Die CDU-Genossen kann ich nur auffordern, sich von solchen Menschen, die scheinbar die Kontrolle verloren haben, sich nicht kontrollieren oder beeinflussen zu lassen. Sie werden sonst irgendwann, so wie ich schon erwähnt habe, die Kofferträger der Grünen werden. Vielen Dank. Carsten Hilse war das, der umweltpolitische Sprecher der AfD-Fraktion. In der Aussprache hier zu diversen Vorlagen, Anträge und Gesetzentwürfe rund um Klimaschutz spricht jetzt Johann Saathoff für die Sozialdemokraten. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, drei Sorten Brückenmantel allen, was man deut, Kraft, Kühen und Wir. Man braucht also Kraft, Verstand und Wille zur Umsetzung. Und bei einem fehlt es eben an Verstand, bei dem anderen an Willen und bei dem anderen an Kraft. Das gilt natürlich auch für die Klimapolitik. Und dieser Top 29 besteht aus 11 Unterpunkten. Einige sind mehr getrieben vom Willen als vom Verstand, aber es gibt 11 verschiedene Unterpunkte zum Kohleausstieg. Der eine sagt, es muss schneller durchgeführt werden und ich kann die Ungeduld an der Stelle durchaus verstehen, aber es ist eben auch eine Frage von Gründlichkeit, die an den Tag gelegt werden muss. Die anderen sagen, er muss gar nicht durchgeführt werden. Wir haben einen Antrag zur Beschleunigung des Ausbaus der Solarenergie mit Mieterstrom, was wir als SPD-Fraktion sehr begrüßen, denn wir sind froh darüber, dass wir in dieser Woche ein deutliches Bekenntnis hinbekommen haben. Der Minister hat sich schriftlich dazu erklärt, dass wir Mieterstrom, den Quartiersansatz bekommen und eine höhere Vergütung.
Und wir haben einen Antrag zur Wiedereinführung der sogenannten Länderöffnungsklausel seitens der FDP. Der Markt wird es dann schon regeln. Es ist schon spannend, was heute an einem Friday im Sinne von Friday for Future hier im Hohen Haus auch behandelt wird. Man muss wissen, dieser Antrag ist eine massive Begrenzung der Windenergie. Es ist energiepolitisch falsch und industriepolitisch falsch und marktwirtschaftlich auch noch falsch. Also dabei darf mir auch mal jemand in der FDP vielleicht erklären, warum das eigentlich aus Ihrer Sicht richtig und wichtig ist, dass es in Hessen einen anderen Abstand gibt als in Bayern oder in Niedersachsen. Ich kann nicht erkennen, warum die Menschen dort näher oder weiter weg von der Anlage wohnen müssen. Die Vielzahl und die Bandbreite der Anträge zeigt, wie umfassend die Umsetzung der Klimaziele ist. Eins ist klar, eine Maßnahme alleine wird niemals reichen. Wir brauchen einen breiten Mix an Maßnahmen, an Instrumenten in allen Sektoren. Und die Sektoren Gebäude, Mobilität, Industrie, Landwirtschaft und Energiewirtschaft brauchen konkrete Ziele jetzt endlich, um die Erreichung der Ziele dann auch tatsächlich planen zu können. Und genau deshalb hat die SPD das Klimakabinett initiiert, das im Sommer wieder tagen wird. Dort im Klimakabinett sollen die Maßnahmen zusammengeführt werden, die wir brauchen. Aktuell überschlagen sich ja gerade viele mit ihren Vorschlägen zum Klimaschutz. Für die SPD-Fraktion kann ich sagen, ja, wir wollen und wir brauchen eine Bepreisung von CO2. Das steht außer Frage. Irritiert war ich dann allerdings von dem aktuellen Vorstoß des bayerischen Ministerpräsidenten, der heute ja schon ausreichend Erwähnung gefunden hat. Er schlägt den Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030 vor. Und einige sprechen dabei sogar von einem Söder-Signal. Abgesehen davon, wie die Unionskollegen dazu stehen werden und sich verhalten werden, ich würde da aus meiner eigenen Erfahrung jetzt nicht weiter berichten wollen. Ein Bundesland ohne Braunkohle kann natürlich leicht den Ausstieg fordern. Das ist nicht konstruktiv. Und das ist schon gar kein Signal. Schön wäre es, wenn die Regierung in Bayern die Notwendigkeit aus dem Kampf gegen die Erdüberhitzung endlich mal erkennt und nicht selber im Weg steht. Nicht im Weg steht beim Netzausbau, wie wir es jahrelang erlebt haben. Nicht im Weg steht beim Ausbau der erneuerbaren Energien, insbesondere bei der Windenergie. Herr Söder, wenn Sie sich Gedanken um Ihr Image machen, helfen Sie mit, die Probleme zu lösen, statt selbst eins zu sein. Und wenn Sie für Ihr Ego unbedingt ein Signal brauchen, dann schenke ich Ihnen eins aus Ostfriesland. Die Abschaffung der windenergieverhindernden Abstandsregeln in Bayern, das wäre ein echtes Söder-Signal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sagt Johann Saathoff für die SPD-Fraktion. Nächster Redner, Martin Neumann für die FDP, der energiepolitische Sprecher. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das, was uns hier vorgelegt wurde, also die Initiativen, die Gegenstand dieser Debatte sind, lesen sich wie eine Gebrauchsanweisung, wie Energiewende eben nicht funktioniert. CO2-Emissionen steigen bzw. bleiben konstant. Und das für sehr, sehr viel Geld. 180 Milliarden Euro hat die Gesellschaft dafür bisher ausgegeben. Und wenn wir in Europa Schweden und Frankreich als sogenannte Klimavorreiter bezeichnen, müssen wir uns Deutschland als Strompreisvorreiter bezeichnen. Und das ist schlecht. Warum? Weil wir für effektiven Klimaschutz tatsächlich auch günstigen und preiswerten Strom brauchen. Ich komme noch mal zurück auf den aus meiner Sicht Kardinalfehler dieser Energiewende. Wenn man Energiewende eben nicht als Gesamtprozess versteht und managt, dann haben wir das Chaos, was wir jetzt haben. Das heißt, wir haben also beispielsweise Daten festgelegt, ein Datum für Ausstieg aus Kernenergie, aus Kohle und so weiter. Wo ist das Datum für die Fertigstellung von Leitungen, für die Fertigstellung oder Bereitstellung von Speichern? Das funktioniert in der Summe nicht. Meine Damen und Herren, deshalb ist jeder Zubau Alternative, also wetterabhängiger Energien, immer davon abhängig, wie haben wir Leitungen, wie haben wir Speicher. Und alles das, was eben nicht transportiert wird, was nicht gespeichert werden kann, erhöht die Kosten. Wir sagen aus dem Grund, Innovationsausschreibungen, die Öffnung des Spektrums umweltfreundlicher Technologien. Das ist ein Weg, den wir brauchen an der Stelle, um tatsächlich klarzukommen. Und jetzt noch mal etwas zum
zur Problematik Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit. Und da werden immer irgendwelche Mengen dargestellt, so und so viel Prozent Windenergie und so weiter. Das mag ja alles richtig sein mathematisch, aber was uns fehlt, ist die Rundumversorgung, 8.760 Stunden. Und wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht funktioniert, also nicht weht, dann haben wir dann eben keine volatile Energie. Und ich glaube schon, dass es ganz, ganz wichtig ist, der Bericht der Bundesregierung, ich hatte das im Ausschuss angemahnt, der ja längst überfällig ist, liegt immer noch nicht vor. Er ist versprochen worden zur Versorgungssicherheit. Der Bericht ist gesagt worden, dass er in 14 Tagen circa vorliegen wird. Ich bin gespannt, was da drin steht. Machen wir es doch mal ernsthaft. Das heißt, wir können ja abschalten. Ich möchte wissen, wie ist die Stromversorgung, wie ist die Energieversorgung in Deutschland gesichert? Das kann man über Stresstests machen, das kann man alles machen. Ich möchte wissen, geben wir ein Risiko ein? Wie groß ist das Risiko, damit wir die Volkswirtschaft und auch unsere Verbraucher tatsächlich da nicht irgendwie ins Leere führen? Und ein letzter Satz dazu. Wir brauchen eine stärkere Aufmerksamkeit für die Menschen, die direkt und indirekt betroffen werden, um damit natürlich auch Akzeptanz zu erreichen. Und ich empfehle Ihnen daher dringend die Lektüre unseres aktuellen Papiers Kohleausstieg mit Verantwortung und Weitsicht, sicher, bezahlbar und europäisch. Vielen Dank. Ja, jede Fraktion wirbt hier für ihre Anträge und ihre Papiere. Auch zur Debatte hat die FDP ja was vorgelegt, einen Gesetzentwurf, wo es um die Abstände zwischen Windenergieanlagen und Wohnhäusern geht. Und jetzt haben wir einen Redner mit seiner allerersten Rede, Gerhard Zickenhainer für die Grünen. Es bleiben 11 Jahre, um die Agenda 2030 umzusetzen. Damit soll eigentlich unser Leben ein ganzes Stück nachhaltiger werden, also fairer, ökologischer, sozialer und klimafreundlich. Sie auf der Regierungsbank haben sich das im Koalitionsvertrag auf die Fahnen geschrieben. Die Agenda 2030 als Maßstab des Regierungshandelns. Steht da. Klappt aber nicht. Bei fast der Hälfte der Kriterien ist die Umsetzung nicht zielführend. Das ergab eine Auswertung der bisherigen Ergebnisse. Das ist doch ein Armutszeugnis. Aber Sie machen genau so weiter. Ein unsäglicher vorletzter Platz innerhalb der EU bei der Umsetzung der Klimaziele. Klimaschutzgesetz, Fehlanzeige. Kohlegesetz, Fehlanzeige. Autogipfel wiederholt ohne Ergebnis. Und der EU-Rechnungshof beschreibt Ihr EU-Agrarprogramm als klimaschädlich, zielverfehlend und nicht kosteneffizient. Wir fordern in unserem Antrag zur Agenda 2030 verbindliche Umsetzungspläne mit Zeitplan, Weiterentwicklung der Maßnahmen der bisherigen Strategie und die Klarstellung der Finanzierung zur Umsetzung. Wir füllen Ihre leergebliebenen Versprechungen durch diesen Antrag mit Inhalten, und dann klappt es mit Agenda 2030. Draußen steht am heutigen Freitag wieder, wie kürzlich übrigens auch in den Pfingstferien, diese standhafte junge Generation, die Sie am liebsten ruhig gestellt in der Schule sehen würden. Was tun Sie denen an durch Ihr Nichthandeln? Die kämpfen um ihre Überlebenschancen in einer Welt von morgen, die hier und jetzt durch Politikversagen zerstört wird, anstelle durch konsequente Klima-, Umwelt- und darauf abgestimmte Sozialpolitik in eine gesicherte Zukunft geführt zu werden. Handeln Sie endlich, folgen Sie unserem Antrag, Sie haben den Auftrag dazu. Erste Rede hier von Gerhard Zickenhainer von den Grünen, der zwar schon seit 1. Januar 2019 nachgerückt ist für den Abgeordneten Gerhard Schick bei den Grünen, der sich von der Politik erstmal zumindest verabschiedet hat, aus dem Bundestag ausgeschieden ist und ja eine neue Bürgerbewegung gründen möchte mit dem Thema Finanzwende. Und deswegen gibt es hier einen Nachrücker in den Reihen der Grünen. Jetzt Klaus-Peter Schulze bei der Unionsfraktion. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte, bevor ich auf einige Redner eingehe, noch mal daran erinnern, dass es eine Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung gegeben hat,
Die haben ein Papier auf den Tisch gelegt, der von einem breiten gesellschaftlichen Konsens getragen wird. Und das ist unsere Arbeitsgrundlage. Und das lassen wir uns nicht von dem einen oder anderen zerstören und jetzt hier völlig neue Termine festsetzen. Und im Übrigen, nach meiner Auffassung, müsste das auch für den bayerischen Ministerpräsidenten gelten. Liebe Frau Vorsitzende des Umweltausschusses, Frau Kotting-Uhl, es gibt neben dem Klimaschutz noch viele andere Facetten des Umweltschutzes. Und eine Facette ist das Thema Wasser. Und das passt dann auch gleich zu dem, was der Kollege von den Linken gesagt hat. Sie haben heute Ihr Klimasofortprogramm auf den Tisch gelegt. Ich finde keinen einzigen Satz, wie Sie die Wasserprobleme, die durch den vorzeitigen Ausstieg aus der Kohleförderung entstehen werden, lösen wollen. Kein Satz. Und Sie sprechen den Wassernotstand, den wir wahrscheinlich in diesem Jahr im Sommer im Spreewald und darüber hinaus haben, an, weil es gestern in der Zeitung stand. Und Sie dürfen noch nicht glauben, wenn wir jetzt den Tagebau schließen, der mittlerweile 60-70% des Wassers, das hier in Berlin vorbeikommt, in der Spree, dort einspeist, weil es gehobenes Grubenwasser ist, dass wir mit der Schließung der Tagebaue das Wasserproblem gelöst haben. Das haben wir mitnichten gelöst, und deshalb muss man das Schritt für Schritt machen. Und ebenso, Sie können nicht 150 Jahre Braunkohlenbergbau in der Lausitz den Hebel um dann sofort aufhören. Dafür braucht man einen längeren Zeitraum. Nehmen Sie das mal zur Kenntnis. Und dann habe ich mehrmals das Thema Gipsversorgung angesprochen. Lese ich im Klimasofortprogramm der Grünen auch nichts. Wo kommen denn die 6 Millionen Tonnen, 60% des deutschen Gipsbedarfs her? Das sind immerhin 140 Quadratkilometer Gipskartonplatten, die daraus hergestellt werden. Die brauchen wir, wenn wir das Thema Bauen auf den Weg bringen wollen. Ich habe gerade gehört, dass der Bundesrat der Sonder-AFA zugestimmt hat, damit der Mietwohnungsbau wieder vorankommen kann. All die Dinge finden keine Berücksichtigung, und wir sollten wirklich mit Augenmaß rangehen. Am 28. September 2018 haben wir hier einen Antrag der FDP-Fraktion debattiert, keine Windräder in den Wald. Ich habe damals gesagt, wir sollten uns doch mal ehrlich machen, wie viele Windräder können wir terrestrisch noch aufstellen. Das Umweltbundesamt hat eine Studie auf den Tisch gelegt, und dort steht drin, wenn wir die 1000 Meter Abstände um die emissionsschutzrechtlichen Dinge gegenüber den Anwohnern umsetzen wollen, wir maximal noch 10 bis 15 Gigawatt Wind terrestrisch anlegen können. Und wir haben zurzeit 1100 Bürgerinitiativen gegen Windkraft. Und die meisten in den Ländern, wo die Grünen an prominenter Stelle mit regieren, nämlich in Hessen, in Baden-Württemberg und in Schleswig-Holstein. Und was mich stört, bei Sonntagsreden, in Talkrunden oder hier mehr Klimaschutz einfordern, aber ich habe noch nicht eine einzige Bürgerinitiative vor Ort gesehen, die sich für den Ausbau von Windkraft im ländlichen Raum einsetzt. Und ich habe auch noch keine Bürgerinitiative erlebt mit Ihrer Unterstützung, die sich für den Ausbau der Leitungen nach Süddeutschland einsetzt. Nee, da wird auch noch dagegen gegangen. Das sind die Grundvoraussetzungen, die wir brauchen. Leitungsausbau und eine entsprechende Sicherung unserer Energieversorgung. Und bevor ich dann gleich ermahnt werde, dass meine Zeit vorbei ist, wer glaubt, dass die mit der Photovoltaik wir jetzt das Thema Windenergie ersetzen können. Ich möchte daran erinnern, dass wir uns ein Ziel gesetzt haben, nur noch 30 Hektar Fläche pro Tag umzusetzen. Wenn wir jetzt 90 Gigawatt Sonne oder Solar aufbauen wollen, entspricht das nach den Ausschreibungsergebnissen 15-16 in etwa 150.000 Hektar Land. Wenn wir sie terrestrisch bringen, das entspricht 15 Jahre des gesamten Flächenbedarfs, den wir uns vorgenommen haben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Kollege Timon Gremmels für die SPD-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine kleine koalitionsinterne Fortbildung, Herr Kollege Schulze. Die Bürgerinitiativen für den Windkraftausbau heißen übrigens Bürgerenergiegenossenschaften und sind in der Summe deutlich mehr, das nur am Rande. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute einen ganzen Strauß an Anträgen und Gesetzesentwürfen zu aktuellen energie- und klimapolitischen Fragen. Insbesondere die Grünen treten dabei hervor und stellen Forderungen. Wir sollten aber doch mal schauen, dahin schauen, wo die Grünen Verantwortung tragen und was da in Sachen Energiewende passiert, zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Die letzte Amtshandlung von Robert Habeck war die Erhöhung des Mindestabstands von Windkraftanlagen zur Wohnsiedlung von 800 auf 1000 Metern. Übrigens auch das Moratorium für Windenergie ist bis 2020 verlängert worden, auch unter grüner Mitverantwortung. Das führt dazu, dass der Windkraftausbau an Land in Schleswig-Holstein fast zum Erliegen gekommen ist. Gleiches und nächstes Beispiel Baden-Württemberg. Auch da regieren die Grünen mit. Die vorhergehende grün-rote Landesregierung wollte bis 2020 den Anteil der Windkraft mehr als verzehnfachen. Bei Grün-Schwarz steht im Koalitionsvertrag nur noch, die Windenergie weiter auszubauen. Das Ergebnis: nach 123 Anlagen im Jahre 2017 waren es 2018 gerade mal 35 Windräder in Baden-Württemberg, die neu gebaut worden sind. Und der Grund war, ich sage Ihnen ganz ehrlich, auch hier der Grund, auch hier war die Erhöhung des Mindestabstands von 7 auf 1000 Meter, das dort, wo die Grünen mitregieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Letztes Beispiel, Frau Kottig-Uhl, betroffene Hunde bellen laut. Sie können ja eine Kurzintervention machen, wenn Sie was sachlich beizutragen haben. Ich würde Ihnen das letzte Beispiel aus meinem eigenen Bundesland, aus Hessen, wo ich 7 Jahre Mitglied des Landtags war, mal beibringen. Ein Beispiel dort. In Hessen, letzte Woche, Regionalplan in Südhessen, Ausbau Windvorrangflächen. Von den 2%, die der Landesgesetzgeber, die Tarek Al-Wazir als Wirtschaftsminister, Energieminister vorgibt, hat die einzige grüne Regierungspräsidentin, Frau Lieschheit in Südhessen, gerade mal 1,4% ausgewiesen. Gerade mal 1,4% Windvorrangfläche ausgewiesen. Das ist die Bilanz dort, wo Grüne regieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch das müssen Sie an dieser Stelle ertragen. Sie sehen, in der Opposition kann man immer gute Forderungen stellen. Wenn man regiert, muss man Verantwortung übernehmen und auch Kompromisse schließen. Das will ich ja gar nicht den Grünen vorhalten. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, was wir als Sozialdemokratie in Regierungsverantwortung machen. Erstens, das Klimaschutzgesetz wird kommen in dieser Wahlperiode. Noch in diesem Jahr, Ende dieses Jahres, kommt das Klimaschutzgesetz. Zweitens, der Kohleausstieg kommt. Und zwar nicht erst bis 2038, dass die ersten 12 GW Kohlekraft gehen bis zum Jahre 2022 vom Netz. Das ist mehr, als Jamaika je erreicht hätte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und drittens, und das ist mein letzter Punkt, der Ausbau erneuerbarer Energien bis zum Jahre 2030 werden 65% tragen. Auch das ist deutlich mehr, als Sie damals unter Jamaika erreicht und vereinbart hatten. Sie sehen, wir machen konkrete Arbeit für Klimaschutz und Energiewende. Kollege, mit uns geht's voran. Setzen Danke Sie Ihnen. Bitte den Punkt. Ja, eine Einigung zum Klimaschutzgesetz, das strebt die Koalition an. Bis September zumindest, bis Jahresende soll das Gesetz dann in der Tat verabschiedet werden. Also heute kann man darüber noch nicht befinden und debattieren. Einiges in dieser Debatte. Und die Bundestagsvizepräsidentin, die weist jetzt noch mal darauf hin, dass man dann auch den letzten beiden Rednern hier noch Aufmerksamkeit schenkt. Denn es sind viele Abgeordnete gerade noch in den Saal mit dazugekommen hier zu den Fachpolitikern. Es ist sehr laut geworden, denn gleich wird namentlich abgestimmt über zwei Vorlagen, die hier dieser Debatte zugrunde liegen. Und das heißt immer, dass dann hier einige Unruhe entsteht, weil schon Abgeordnete einfach ihre Abstimmungskarten holen. Und Petra Paum möchte jetzt einfach warten, bis sich einige wieder hingesetzt haben, mit oder ohne Karte bislang, und die beiden letzten Redner zu diesem Tagesordnungspunkt dann entsprechend eben auch noch Aufmerksamkeit haben. Ich erteile zu einer Kurzintervention der Kollegin Kottig-Uhl das Wort. Aber zunächst erstmal aus den Reihen der Grünen. Ich will uns alle auch nicht lange aufhalten. Es ist Freitagnachmittag. Aber ich werde die 3 Minuten nicht ausschöpfen.
Aber ich finde, Kollege Gremmels, bei aller Auseinandersetzung in der Sache, die ich auch gern hart führe, müssen wir aber redlich bleiben. Dass Baden-Württemberg nicht mit seinem Fortschreiben der Windkraft so zurechtkommt, wie das vorgehabt war, ist ein Fakt, das ist richtig. Und ich sage auch ganz klar, dass wir auch wissen, dass es mit der SPD als Partner wahrscheinlich einfacher gewesen wäre, da weiterzufahren, als mit der Union, mit der wir jetzt regieren in Baden-Württemberg. Aber der Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, der hat nun nichts mit dem Koalitionspartner in Baden-Württemberg zu tun, sondern ausschließlich mit der Politik der Bundesregierung. Dass wir in Baden-Württemberg die Ausschreibungen nicht gewinnen können, ja, liegt daran, dass die Ausschreibungen erstens ins EEG-Gesetz, ins Erneuerbare Energiengesetz eingezogen sind an der letzten Novelle und zum Zweiten daran, dass diese Bundesregierung sich geweigert hat, ein Quotenmodell zu akzeptieren. Baden-Württemberg hat sich massiv dafür eingesetzt, dass es so eine Quote gibt. Und Sie haben das abgelehnt, Sie haben das nicht eingeführt. Also bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass das nicht an der baden-württembergischen Landespolitik liegt, sondern ausschließlich an der Bundespolitik. Und da bitte ich Sie, redlich zu bleiben. Sie haben das Wort zur Erwiderung. Frau Kollegin Kotting-Uhl, Sie haben sich jetzt ein Beispiel rausgepickt. Ich habe deutlich gesagt an dieser Stelle, dass auch hier eines der Hauptargumente ist, dass Sie die Abstandsregelung erhöht haben, auch in Baden-Württemberg, da wo Sie Verantwortung tragen. Das hat kein Bundesgesetzgeber Ihnen vorgeschrieben. Das war Ihre eigene Verantwortung, die Sie als Grüne mitgetragen haben. Dann stehen Sie auch bitte dazu. Erstens. Und zweitens. Mein Beispiel aus Hessen, dass dort, wo wir eine grüne Regierungspräsidentin haben, die einzige in Hessen, ausgerechnet das die Planungsregion ist, wo am wenigsten Windvorrangflächen ausgewiesen werden. Auch da ist nicht der Bund für verantwortlich. Auch da sind die Grünen selbst für verantwortlich in Südhessen mit einem grünen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Stehen Sie auch zu Ihrer Verantwortung, die Sie haben, und erzählen Sie uns nicht immer, was wir alles noch besser machen müssen. Wir haben viel zu tun. Wir haben es nicht immer leicht mit unserem Koalitionspartner. Das geht Ihnen ja sicherlich in Hessen und in Bayern und in Baden-Württemberg auch so. Aber lassen Sie uns doch auch Ihre eigene Verantwortung nicht kleinerreden, die Sie als Grüne in der Regierungsverantwortung auch haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Wort hat der Kollege Carsten Möhring für die CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Lieber Kollege Gremmels, ich wusste gar nicht, dass Sie mich zitiert haben mit dem Satz, dass wir es manchmal schwer haben mit unserem Koalitionspartner. Das war eigentlich eine Aussage von mir. Aber es ist immer schön, wenn zwei Leute recht haben können. Aber jetzt mal ein paar ernste Bemerkungen. Vielleicht zunächst zu Herrn Hilse. Herr Hilse, wenn Sie sagen, wir akzeptieren, dass es Klimawandel gibt und auch noch, dass es sehr problematische Folgen gibt, dann ist doch die Frage, was das für eine Konsequenz haben muss. Und dann kann es doch nur die Konsequenz sein, dass das, was wir als menschengemachten Einfluss zusätzlich zu natürlichen Entwicklungen, darüber können wir streiten, wie groß sie sind, als zusätzlichen Einfluss machen, warum Sie dann nicht akzeptieren, dass wir in diesem Bereich was tun müssen. Und da geht es nicht um 0,000x%, sondern da geht es darum, dass wir Maßnahmen nur erreichen können, wenn sie grenzüberschreitend, international, global gemacht werden. Und da muss jeder sein Schärflein beitragen und eine Argumentation: an unserem Wesen kann die Welt sowieso nicht genesen, deswegen können wir ganz ungeniert leben. Wenn das jeder macht, kommen wir zu keinem Ergebnis. Und das ist das Problem, mit dem Sie nicht zurechtkommen. Sie sitzen auf der Titanic und glauben, das Schiff ist sicher. Das ist aber nicht der Fall. So. Der Regierung und uns Koalitionsfraktionen wird oft vorgeworfen, wir täten nicht genug. Und vor allen Dingen die Grünen machen das ja ganz besonders intensiv und von außen auch. Ich darf mal daran erinnern, dass wir in den vergangenen Jahren in erheblichem Umfang Treibhausgasminderung erreicht haben. Dass wir in den vergangenen Jahren in erheblichem Umfang umgesteuert sind. Wir haben bei den erneuerbaren Energien insgesamt so viel Kapazität geschaffen, dass wir den Wegfall der Kernenergie durch andere Erneuerbare ersetzen können.
Das hat anderthalb Jahrzehnte gedauert. Und die nächsten anderthalb Jahrzehnte werden wir dazu benutzen, den Bereich der fossilen Energieerzeugung mit Kohle zu ersetzen durch Erneuerbare. Das Kollege geht nicht von Möhring, heute auf morgen. Und das Kollege ist der Möhring, Punkt. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Hilse? Das hat eh keinen Sinn, aber das tut er ja an anderer Stelle dann eh mal. Der Kollege Gremmels hat ja auf ein paar Punkte hingewiesen und mein Kollege Schulze auch, dass wir begrenzende Faktoren haben, die wir als gestaltende politische Kraft lösen müssen. Und lösen heißt nicht Forderungen aufstellen, sondern Lösungen anbieten. Und da geht es darum, dass wir beim Ausbau der Erneuerbaren eben nicht nur auf den Ausbau gucken können, sondern auch dafür sorgen müssen, dass dieser Strom genutzt werden kann. Und deswegen muss das im Gleichschritt passieren. Und wer dazu beitragen kann, der soll dazu beitragen. Das ist im einen Fall der, das ist da, da gibt es Bürgerinitiativen, die eine Regierung macht mehr, die andere weniger. Will ich jetzt gar nicht vertiefen, die Einzelheiten haben wir eben intensiv diskutiert. Schönen Dank dafür, dass das auf den Tisch gekommen ist. Für uns ist Klimapolitik ein Teil der Nachhaltigkeitspolitik. Und Nachhaltigkeitspolitik ist global und nicht nur national. Und deswegen muss Klimapolitik auch dafür sorgen, dass wir die Industrie, die wir haben, erhalten können und die Arbeitsplätze, die da dran liegen, erhalten können. Natürlich nicht einfach statisch, das ist ein Entwicklungsprozess, das ändert sich auch, das will ich damit gar nicht sagen. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn wir unsere Aluminiumindustrie kaputt machen wegen zu hoher Strompreise oder fehlender Strommengen, dann wird das woanders produziert. Ob das dann für das Klima besser ist oder nicht, mache ich ein großes Fragezeichen dahinter. Und deswegen ist unsere Klimapolitik eine Klimapolitik, die diese Faktoren insgesamt berücksichtigt. Wir brauchen einen Strukturwandel, der braucht Zeit. Wir müssen Arbeitsplätze sich verändern lassen, wir müssen Industrie sich entwickeln lassen. Das muss unter einen Hut. Und das ist der entscheidende Punkt und auch die Kunst, mit der wir uns beschäftigen müssen. Und wenn es jetzt darum geht, den Kohlekompromiss umzusetzen, um für die Defossilisierung der Energieerzeugung voranzukommen, dann kann ich nur jeden auffordern, dabei entscheidend mitzuwirken. 2038 ist ein letzter Termin. Wenn es uns gelingt, das vorher zu erreichen, umso besser. Aber zu tun, erst bis 2038 läuft alles so weiter und dann bleibt es so, ist ja falsch. Es ist darauf hingewiesen worden, dass wir in Kürze anfangen mit den ersten Abschaltungen bis 2030 mindestens 60% erreichen wollen und dass wir nachsteuern zwischendurch, wenn wir diesen Prozess insgesamt begleiten. Das alles ist notwendig und das machen wir. Und deswegen können wir sagen, wir brauchen eine Zusammenschau der klimapolitischen Maßnahmen, die wir für die Zielsetzung umsetzen müssen, aber auch Kollateralschäden zu vermeiden. Und ich will zum Thema CO2-Bepreisung gar nichts sagen, ein Instrument, das wir sicher brauchen werden. Aber die Lenkungswirkung, die muss gesichert sein. Und das schaffen wir nicht durch einfache Preiserhöhungen, ob wir die über Steuer- oder über CO2-Abgaben machen. Das muss intelligent gelöst werden und das ist noch kompliziert genug. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um die notwendige Aufmerksamkeit auch für den letzten Redner in dieser Debatte. Das Wort hat der Kollege Klaus Mintrup für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, leider gilt nach dieser Debatte der Satz immer noch, den ich hier schon mehrfach geäußert habe: Jeder hat ein Recht auf eigene Meinung, aber niemand hat ein Recht auf eigene Fakten. Und die Fakten sind eindeutig. Wir müssen handeln. Aber die Fakten sind auch rechtlich eindeutig. Viele haben ja ein Bekenntnis zur Europäischen Union abgegeben. Und die Europäische Union hat klare Regeln zum Klimaschutz. Und wenn die FDP jetzt den Emissionshandel ausweiten will auf andere Sektoren, ist das nichts anderes als ein Programm zur Deindustrialisierung Deutschlands. Es bringt dem Klimaschutz überhaupt nichts. Es wird nur dazu führen, dass Industrieunternehmen aus Deutschland abziehen. Und wenn Sie es mir nicht glauben, das sind die Äußerungen der energieintensiven Industrien, das sind die Äußerungen des BDIs und der Betriebsräte, weil das System so ist. Sie wollen gleichzeitig den Links- und den Rechtsverkehr in Europa einführen. Und sowas funktioniert nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben klare Regeln bis 2030 vereinbart. Und was sinnvoll ist, ist mit der Industrie darüber nachzudenken, wie wir gemeinsam mit denen zu einer
klimaneutralen Industrie kommen, die eine Perspektive hat, auch über das Jahr 2030, 2040, 2050 hinaus, mit den Kolleginnen und Kollegen, anstatt hier so einen Nonsens zu machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Regeln der EU sind auch in anderen Bereichen gut. Und schauen Sie sich mal an, wenn Sie mal Zeit haben über die Ferien. Wir haben als SPD ein gutes Papier vorgelegt für einen sozialen Klimaschutz. Und dort steht klar drin, dass wir die erneuerbaren Energien vorantreiben wollen. Und wir wollen, dass die Regeln der EU für die erneuerbaren Energien endlich angewandt werden. Millionen Menschen in Deutschland wollen, dass die bürokratischen Regeln für die dezentralen Energien, für die dezentralen Photovoltaik, für die Kraft-Wärme-Kopplung, dass die erleichtert werden. Und ich kann das nur wiederholen, das sind die Barkehürden, die hier aufgebaut worden sind für die dezentrale Energie. Und die müssen verschwinden. Wir sind nämlich als SPD keine Ausstiegspartei, wir sind eine Einstiegspartei. Die Zukunft liegt in den erneuerbaren Energien, weil sie berechenbar sind, was die Kosten angeht, weil wir wissen, dass die EEG-Umlage sinkt für die dazurufen. Wir haben für die Welt die Entwicklungskosten bezahlt. Aber wir wissen jetzt, dass die Erneuerbaren günstig sind. Gucken Sie sich doch die aktuellen Ausschreibungsergebnisse an, anstatt hier so einen Nonsens zu machen. Und geben Sie den Menschen Mut, Mut einzutreten für eine Welt, die auf der einen Seite ökologisch ist, die sozial ist, die fair ist. Und ich werde gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen nicht nur der IG Metall, sondern auch von den anderen Gewerkschaften morgen auf der Straße stehen und für eine faire und soziale Transformation kämpfen. Und die SPD ist an der Seite der Kolleginnen und Kollegen, weil hier geht es um gute Arbeit, um gute, faire Löhne. Und da muss man gemeinsam streiten. Und ich lade unseren Koalitionspartner ein, gemeinsam mit den Gewerkschaften und der Privatwirtschaft hier voranzuschreiten. Denn dann werden wir erfolgreich sein. Dankeschön. Klaus Mindrup war das für die SPD-Fraktion, der letzte Redner hier zu diesem Tagesordnungspunkt. Ja, es ist mehrfach angesprochen worden, ein ganzer Strauß an Vorlagen hier, der sich versammelt hat. Das liegt auch daran, dass einiges hier sich in den Ausschüssen natürlich ansammelt. Das ist die letzte Sitzungswoche, der letzte Sitzungstag vor der parlamentarischen Sommerpause. Und das wurde hier zu einem großen Tagesordnungspunkt zusammengefasst. Diverse Anträge zum Thema Klimapolitik und Energiepolitik, alle von der von den Oppositionsfraktionen, muss man sagen. Und Sie haben es gehört, in der Debatte ja auch schon mehrfach angeklungen, die meisten von den Grünen. Über zwei dieser Vorlagen haben die Fraktionen, die sie hier eingebracht haben, namentliche Abstimmung angemeldet. Das kann man machen, wenn man dem Ganzen eine besondere Bedeutung zubilligt und auch ein bisschen Druck ausüben will auf den einen oder anderen Abgeordneten, weil man nachlesen kann, genau wer dann wie abgestimmt hat. Und in der Debatte ist am häufigsten eigentlich thematisiert worden der Gesetzentwurf der Grünen oder einer der Gesetzentwürfe, der hier vorliegt, der Grünen, wo es um den Kohleausstieg geht. Die Grünen, die wollen die Bundesregierung bei diesem Thema ja gerne ein bisschen vor sich hertreiben und deswegen hier dieser Gesetzentwurf. Die Bundesregierung hat ja Eckpunkte dazu beschlossen, aber das parlamentarische Verfahren ist hier noch nicht in Gang. Hier sehen Sie also die Urnen eingefangen. Das Ganze wird hier einen Moment dauern. Wir werden das natürlich für Sie beobachten, wie das ausgeht und das Ergebnis Ihnen natürlich gleich in ungefähr 10 Minuten dann auch nachliefern können. Allerdings wollen wir diese Abstimmungspause nutzen, um Sie über andere aktuelle Ereignisse zu informieren. Und das macht mein Kollege Stefan Kulle in Bonn. Schön, Jeanette Clark. Und guten Tag, meine Damen und Herren, hier aus dem Studio. Ich grüße Sie herzlich. Erst einmal eine gute Nachricht vorweg, weil das Thema immer mehr und nicht nur hierzulande diskutiert wird. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den ersten G20-Gipfeltag in